Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über das Affenbuch geschrieben, welches er mit 4,7 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Das Affenbuch von Wladislav Mendig ist ein Kurs in Form eines 197-seitigen E-Books zum Thema Blog-Business und wie man sich eins aufbaut. Es richtet sich an all jene, die überlegen, einen Blog anzufangen oder diejenigen, die schon einen haben und nur noch einige nützliche Tipps und Tricks suchen, um ihren Erfolg zu steigern. Mendig ist mit dem Internet aufgewachsen und arbeitet seit er 14 ist dort. Seit jeher ist er professioneller Blogger und Internetunternehmer. Er ist Gründer der Layout Factory, Betreiber des Affenblogs in Vollzeit, wo es um Marketing und Blogs geht, sowie Ersteller seines persönlichen ersten digitalen Produkts Bloghütte. Mit seinen jahrelangen Erfahrungen als Blogger und seiner Leidenschaft für das Online-Marketing hat er sein erstes E-Book, das Affenbuch, veröffentlicht und teilt dort sein Wissen, welches er aus gescheiterten Versuchen und Fehlern erlangt hat und selbst in Erfolg umgesetzt hat. Auf 196 Seiten und in 9 Kapiteln ist alles untergekommen in diesem E-Book. Einmal im Schnelldurchlauf die Kapitel und eine kurze Inhaltsangabe, damit man sich genau vorstellen kann, worum es jetzt eigentlich genau geht. Das erste Kapitel ist eine klassische Einleitung, wo man auf das Thema vorbereitet wird und Mendig von einer eigenen Geschichte etwas erzählt. In seinen jungen Jahren hat er schon selbst einige Fehler im Online-Business gemacht, vor denen er andere warnen will. Das zweite Kapitel handelt vom wichtigsten Prinzip, wie man dieses anwendet, was der Bauernmessen-Lernkreislauf ist und vieles mehr. Im dritten Kapitel wird das Fundament erschafft, genauer gesagt das Fundament des Marketings. Enthalten ist hier ein Worksheet, also ein Arbeitsblatt, wie man es aus der Schule kennt, welches zeigt, wie man vorgeht. Dieses Kapitel bzw. Fundament ist maßgebend für alles, was in der Zukunft liegt, wie man sich positioniert, wie die Texte später aussehen sollen, Designs und so weiter. Im vierten Kapitel wird sich mit der eigenen Marke beschäftigt und wie man diese kreiert. Angefangen beim Namen bis hin zum Logo-Design wird hier alles besprochen. Kapitel 5 gibt einen Überblick über die technischen Anforderungen. Wenn man einen professionellen Blog betreiben möchte, braucht man E-Mail-Marketing und ein paar Grundkenntnisse für WordPress. Mendig gibt hier ein paar Provider und Plugins, die nützlich und erprobt sind, mit an die Hand, die es möglichst einfach machen sollen. Im sechsten Kapitel geht es wohl um den Kern des Blogs, das Bloggen, also das Schreiben von Texten, die anschließend auf dem Blog veröffentlicht werden. Es werden Fragen beantwortet, wie zum Beispiel: Wie sieht ein guter Werbetext aus? Wie erstellt man packende Überschriften? Außerdem wird hier gezeigt, wie man einen SEO-Text verfasst. SEO steht für Search Engine Optimization, also wie man Texte so verfasst, dass sie in den gängigen Suchmaschinen wie Google und Yahoo möglichst weit oben angezeigt werden. Dazu gibt es eine Reihe an Sachen, die man beachten muss, und genau diese werden hier abgehandelt. Es sind außerdem Checklisten enthalten, die es erleichtern sollen, die Tipps selbst in die Tat umzusetzen. Die nächsten beiden Kapitel 7 und 8 zeigen einmal das Geldverdienen mit dem Blog und wie das am besten möglich ist, sowie den eigenen Actionplan, wo der Leser gefragt ist, zu handeln. Der Actionplan zeigt noch einmal alles, was man gelernt hat und zusätzlich die letzten nötigen Schritte zum eigenen Blog, mit dem man von zu Hause aus Geld erwirtschaften kann. Das neunte Kapitel ist ein kurzes Fazit des Autoren. Das E-Book ist erhältlich für ca. 39 Euro und zu beziehen über affenblog.de unter Produkte. Zur Kaufabwicklung wird man weitergeleitet zu Digitos Store 24, wo man mit allen gängigen Zahlungsmethoden bezahlen kann. PayPal, Sofortüberweisung, Banküberweisung, Kreditkarte oder Vorkasse oder Rechnung. Mendig selbst garantiert übrigens kostenlose Updates, das heißt, das Buch wird ständig auf dem aktuellsten Stand gehalten und falls es einem doch noch nicht gefällt, gibt es auch eine Geld-Zurück-Garantie. Ich habe mich schon seit langer Zeit für die Blogger-Szene interessiert und immer mit dem Gedanken gespielt, einen eigenen Blog zu starten. Abgehalten hat mich bisher immer die Flut von Blogs, die es mittlerweile im Internet zu finden gibt. Zu jedem möglichen Thema gibt es mindestens hunderte Blogs, so ist zumindest mein Gefühl. Da dieser Gedanke nun schon seit Jahren in meinem Kopf herumschwirrt, dachte ich, ich könnte mir mal eine Lektüre dazu anschaffen. Wenn ich anfange, dann möchte ich es zumindest von Anfang an richtig machen und nicht Fehler machen, die wahrscheinlich schon zigmal gemacht wurden. Mir war der Affenblog von Wladislav Mendig bereits bekannt und er kam mir immer sehr sympathisch rüber. Also entschloss ich mich für die kleine Investition von knappen 40 Euro und legte mir das E-Book zu. Das Affenbuch lässt sich sehr locker lesen, trotz des Wissens, welches vermittelt wird. Das Layout ist simpel und ansprechend. Da ich selbst bisher keine Erfahrung mit einem eigenen Blog gesammelt habe, habe ich das Buch als Neuling gelesen. Es ist aufgebaut wie ein Schritt-für-Schritt-Plan, sodass ich von Anfang an gut folgen konnte. Selbst das Kapitel, wo es um den technischen Bereich geht, war leicht verständlich.
Der Schreibstil des Autors ist dabei eine große Hilfe, da das Buch nicht wie ein reines Lehrbuch geschrieben wurde, sondern auch der Aspekt der Unterhaltung durfte einfließen. Es werden hier wirklich einige Strategien, Taktiken und Fähigkeiten gezeigt und erklärt, die elementar für ein gut laufendes Online-Business sind. Einige davon kann man sicherlich auch auf anderen Sparten übertragen und sind nicht ausschließlich nur für Blogs. Ich konnte von dem Buch nicht nur lernen, sondern auch die Motivation finden, meinen Traum vom eigenen Blog zu verwirklichen. Spätestens bei dem Actionplan im 8. Kapitel juckt es einem in den Fingern und man möchte am liebsten sofort loslegen, was ich auch getan habe. Beim Lesen kamen mir so viele Ideen für Markenname, Logo und Vermarktung, dass ich fest entschlossen bin, durchzustarten. Ich habe nur das nötigste Wissen und weiß von Anfang an, was ich machen muss und wie ich es auch gut mache. Ich steckte zurzeit also mitten im Aufbau. Ich kann es also jedem empfehlen, der generelles Interesse an Blogs hegt oder schon einen eigenen führt oder eventuell stagniert oder man den Schritt wagen möchte, um endlich auch Geld mit dem Blog zu verdienen. Es ist geeignet für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen, da jeder noch etwas dazulernen kann. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.